Und damit sind wir wieder zurück in der Hardcore-Welt. Es ist jetzt schon 2 Wochen her, dass wir die Wyvern-Skelett-Farm so ziemlich fertiggestellt haben. Das heißt, wir können jetzt in diesem Stream ein paar Kleinigkeiten erledigen, die die ganze Zeit schon offen rumliegen. Zum Beispiel, dass wir hier unten mal das hier richten, weil das will ich schon die ganze Zeit eigentlich ändern. Ich habe hier auch sogar irgendwo ein Schild aufgehängt, wo das draufsteht. Mach endlich mal die Decke. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen Seelensand. Wir brauchen die Büffersquad-Schädel, die wir schon haben. Das Problem wird sein, dass wir wahrscheinlich erstmal nicht genug Eisen haben werden, weil die Eisenfarm halt die ganze Zeit, die wir im Nether waren, nicht gearbeitet hat. Aber das hier hat sich schon gut gefüllt. So, die 12 brauchen wir. Wir haben einen Netherstern haben wir noch. So. Ja, es müsste funktionieren. What? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und ich sehe jetzt erst, wie furchterregend der Wyvern doch mit Misas Pack ist. Ich meine, das war jetzt immer noch besser als das Ding in der Oberwelt. Also ich bin schon froh, dass es nicht in das Portal, also nicht in die Oberwelt damit geglitscht ist. Aber seit wann kann der Wyvern das denn? Ja, also wenn ich das richtig sehe, habe ich es falsch gemacht. Weil offenbar hier der untere Teil auf der Mitte sein muss. Ich meine, es sieht schon mal gut aus. Okay, dann habe ich das offenbar bis jetzt immer unbewusst richtig gemacht. Das ist gut zu wissen. Übrigens noch ein anderer Fun Fact. Wir können eine Beacon hier unter das Portal setzen, also weit unter das Portal, und der Strahl wird durchgehen, weil das alles unzerstörbare Blöcke sind. Und das können wir dann später ausnutzen, wenn wir den Enderdrachen noch ein paar Mal beschwören. So, was kriege ich hier an? Okay, ein fliegender Händler. Slime Balls wäre vielleicht tatsächlich. Ich habe noch keine Slimes gesehen bis jetzt. Komm, ich nehme deinen ganzen Bestand. Aus 5. Deshalb mag dich niemand. Wenn du einmal was Nützliches hast, hast du sehr wenig davon. So, viel besser. Ich meine, wenn man genau hinsieht, fällt es schon auf, aber so oft schauen wir, glaube ich, nicht an die Decke. Ich habe ja selber vergessen, dass ich das noch machen wollte. So, soweit. Jetzt noch das in der Mitte. Da muss ja zum Glück kein Glas drauf. So, jetzt, wo die Sonne scheint, ist es, finde ich, ein bisschen. Es kommt nicht so wirklich zur Geltung, finde ich.
Aber was ich ja schon mal sagen kann, das neue Minecraft-Update, das Caves and Cliffs-Update ist ja so ziemlich verschoben bis auf weiteres. Bis das jetzt verschoben ist, ist ja in zwei Teile geteilt worden. Und das heißt, wir werden, glaube ich, in diesem Jahr zum Beispiel auch gar nicht mehr die neuen Höhlen bekommen. Oder wenn ganz spät im Jahr. Das heißt, da auf irgendwas warten zu wollen, fände ich nicht sinnvoll. Ich habe im Moment dieses Ozeanmonument im Auge. Das würde ich gerne aber auch. Also, ich würde eine Farm draus zu machen, wäre an sich ziemlich einfach, auch ohne es trocken zu legen. Nur ich denke mir halt auch irgendwo, wenn, dann richtig. Ich bin mir halt nur noch nicht sicher, was ich so wirklich damit mache. Ich hätte gerne irgendwie ein Thema. Ich möchte halt eine Guardian Farm drin integrieren. Das bedeutet halt, es kann in einem gewissen Umfeld kein Wasser drumherum sein. Es soll aber gleichzeitig irgendwie Sinn ergeben. Ich überlege es so ein bisschen, gleichzeitig Wüstenthema zu machen. Ich habe mit Neta als Thema so praktisch eine Art Ozeanmonument, das falsch generiert ist. Umgekehrt wäre natürlich auch lustig, eine Neta-Festung aus Prismarin zu bauen. Das wäre einfach für den Kontrast schon lustig. Ich werfe im Moment ein paar Ideen rum, aber ich bin mit keiner so richtig zufrieden, leider. Das Ding ist, hier einen Kreis drum zu ziehen aus Glas und dann alles da drin irgendwie trocken zu legen, das hat irgendwie gefühlt jeder schon gemacht. Ich noch nicht, aber ich weiß halt nicht, was ich konkret daraus machen will. Also es soll auch halt irgendwie cool aussehen. Als erster wirklich großer Bau auf dieser Welt. Davor, das Problem ist, zum Trockenlegen brauchen wir halt auch Unmengen an Sand. Und deshalb würde ich auch eigentlich dazu neigen, vorher den Sandduplikator bauen zu wollen. Nur dazu würde ich halt, müsste ich halt vorher noch eine andere Festung aufspüren. Und selbst dann, das Ding ist, man braucht einen Chunkloader, also ein Netherportal, das die ganze Zeit Items hin und her schiebt, damit der Chunk geladen bleibt, auch wenn man im End ist. Das End müssen wir dann noch irgendwie ein bisschen präparieren. Das heißt, vorher müssen wir auch die 20 Drachen beschwören. Ich meine, wir haben jetzt die ganzen Gasträhnen, die wir dafür brauchen. So, ganz kurz. Ich habe mir hier unten so einen kleinen AFK-Spot eingerichtet, wo ich einfach sicher rumstehen kann. Es sind nur ein paar Ingame-Tage. Und nachts tut sich auf der Farm sowieso nichts. Aber ich habe schon mal geguckt, es ist jetzt auf jeden Fall, es sollte genug Eisen sein, damit wir die Beacon fertig bauen können. Und danach eilt es ja sowieso nicht mehr, weil dann haben wir erstmal alles an Beacons, was wir dringend brauchen. Selbst die hier brauchen wir nicht mehr unbedingt dringend. Es geht einfach nur darum, dass es fertig ist. Wobei mir gerade einfällt, für die Drachen, wenn ich Drachen neu spawne, will ich ja eigentlich eine Beacon vor Ort haben. Deswegen, da bräuchte ich auf jeden Fall nochmal viel Eisen und auch mehrere Wither-Skelett-Schädel. Boah, also diese Bubble Columns nerven echt ein bisschen. Aber es hat funktioniert. So. Das heißt, wir brauchen noch einmal eine Stufe. Und zwar, ich möchte gerne diese Karte hier, wo wir den Spawn schon machen, oder beziehungsweise in der Nähe vom Spawn, das möchte ich gerne erforschen. Unter Umständen dann die da oben auch. Und ich möchte versuchen, bei der Gelegenheit halt auch eine Festung ausfindig zu machen. Dafür haben wir jetzt zum Glück beim letzten Mal Sachen geholt. So, ach Mist. Das Ding ist, hier ist Sumpf. Und dann könnte man nämlich mal Slimes farmen. Wir haben nämlich noch gar keine Slime Balls. Beziehungsweise nur die, die wir beim letzten Mal gekauft haben. Echt jetzt? Noch ein Mieser?
Wooded Badlands Plateau. Auch nicht schlecht. Alter, diese Welt. Weißt du, manche suchen sich dumm und dämlich nach dem Mesa und jetzt haben wir einfach schon zwei. Und beide sind auch noch halt relativ nah am Spawn. Da ist ein Monument. So, wir stellen uns einfach mal hier auf einen Baum. Ich hoffe, es ist jetzt nicht... Ich glaube, Neumond ist das, wo nicht so wirklich viel los ist. So, sehen wir den Mond? Naja. Ich glaube, das ist eine abnehmende Sichel. Also, wir hätten vorhin die Nacht eigentlich nicht skippen dürfen. Das ist auch interessant, wie die Sonne einfach da hinten blau wird. Das Problem ist, dass Creeper immer meinen OCD triggern und ich dann halt auch alles wieder halbwegs reparieren muss. Oh, hallo. Das kann man sich auch mal merken. Man sieht echt wenig. Ich meine, mir gefällt das halt auch irgendwo. Aber es ist natürlich nicht unbedingt praktisch. Noch ein Ozeanmonument. Noch irgendwo eine Insel in der Nähe, auf der wir landen können. Oh, das sind Schildkröten. Okay, das ist so nah dran, wie ich es hinkriege. Hier sind natürlich keine Eier, oder? Wann legt ihr Eier? Weil ich kann die Tiere nicht mitnehmen, ich kann nur die Eier mitnehmen. Die Tiere erinnern sich tatsächlich an ihren Heimatstrand. Ich meine, aber die brauchen nichts, um zu brüten. Moment. Möchte ich jetzt wissen. Ich hätte gerne ein paar Schildkröten Eier, falls man aber welche braucht. Ah, okay. Man braucht Seegras. Gibt's doch hier bestimmt. Wow. Alter. Boah. Na, so suchst hier dein Freund. Ich nehme das Zeug wieder mit. Hä? Doch, ihr grabt. Das heißt, hier müssten gleich Eier spawnen. Aber wo ist jetzt die eine Schildkröte hin? Sorry, ihr Lieben, aber ich muss leider die Eier mitnehmen. Also muss ich nicht, aber ich möchte. Ja, wir müssen uns vielleicht mal irgendwo ein kleines Schildkrötengehege einrichten. Ich hätte auch gerne ein Hasengehege. Also einen kleinen Hasenkäfig irgendwo, aber ich weiß noch nicht wo. Also du bist am Graben, du hängst... Du hast irgendwie die Funktion von Eiern nicht so... Also das machen Hühner, aber... Ihr brütet eure Eier normalerweise nicht aus, ihr Lieben. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass ihr das nicht macht. Hallo. Geh mal bitte wieder runter von deinen Eiern. Ich möchte die mitnehmen. Oh.
Okay, das ist, glaube ich, eigentlich schon auf der anderen Karte, oder? Okay, das wirkt aber eher so, als wäre das hier drüben. Hier. Ich muss echt sagen, ich habe gerade meine Zweifel, dass diese Festung überhaupt einen Portalraum besitzt. Oh. Okay. Da ist er. Okay, die hat einen. Das ist doch schon mal etwas. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den Weg auch am Ende wiederfinden. So, ich bin auch halt vorsichtig, werde jetzt erstmal auch vorsichtig mit einem Netherportal hier in der Gegend. Weil der Sandduplikator wird Netherportal als Chunkloader benötigen. Okay. Was ist das denn? Ich wusste, hä? Ich wusste gar nicht, dass der Portalraum mehr als einen Eingang haben kann. Genau das hier ist weit genug. Ich wüsste es nicht direkt in den Raum packen. Hallo? So. So, was ich ja schon mal erzählen kann, damit wir die übrigen Drachenkämpfe ein bisschen sicherer durchführen können, hätte ich halt hier gerne mindestens eine Dreifach-, wenn nicht eine Vierfach-Beacon. Und es gibt tatsächlich einen Ort, wo wir den sicher aufstellen können, wir in der Reichweite sind und er nicht vom Drachen gefährdet ist. Und das ist hier drunter. Unter dem Portal. Weil der Drache fliegt nie wirklich unter das Portal. Er fliegt zwar oben drauf, aber nicht wirklich drunter. Und deshalb müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass der Drache die Sachen yeetet. So, 00, minus 11, minus 10. Haben wir schon unsere dritte Karte fertig? Ah, okay. Also da ist das. Eine, das ist das Ozeanmonument, was ich gerne ja bearbeiten möchte. Hier ist noch eins. Die zwei sind auch nicht weit voneinander entfernt. Und halt hier. Und wenn man jetzt guckt, da ist eine Festung, da ist eine Festung. Das Ding ist, die Festungen generieren ja in so einem Ring. Beziehungsweise generell in Ringen. Und der erste Ring ist halt wirklich so auf der Position um den Spawn rum. Das heißt, die dritte Festung, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich gleichmäßig auf den Ring verteilen, aber ich glaube, die dritte müsste dann irgendwo hier in der Ecke sein. Wenn ich recht habe und es. Also in den späteren sind es zum Beispiel immer. Also im ersten Ring sind es immer drei Festungen. Ich glaube, die verhalten sich dann auch wie ein Dreieck. Im nächsten Ring sind es dann, glaube ich, sechs und im nächsten 12. Ich glaube, der allerletzte Ring hat ein bisschen weniger, weil ich glaube, es gibt maximal 128 Festungen in einer Welt. Aber theoretisch, wenn man so weit die Karten rausführen würde, könnte man das halt dann auch sehen, wenn man jede Festung damit markiert. Okay, ich glaube, das reicht dann aber auch für heute. Ich muss
echt gucken, dass ich noch mal ein paar Wither-Skelett-Schädel besorge. Und ansonsten einfach mal auch lange genug AFK bin, dass sich noch mal ein bisschen Eisen ansammelt. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet in der letzten Woche. Unter anderem haben wir 12 Schädel, also genug für 4 Wither. Die können wir direkt gleich mal durchsnacken. Und dann können wir uns heute daran machen, einfach mal eben 19 Drachen zu töten. Und bei der Gelegenheit werden wir auch Drachenatem einsammeln. Deshalb mal gucken. Ich hätte schon gerne so meine 6 Stacks. Ich meine, ich benutze das Zeug nie. Aber danach werde ich nie wieder gegen den Drachen kämpfen, wenn es nach mir geht. Das heißt, wir haben nur diese Gelegenheit. Juhu. Funktioniert. So, dann einmal Resistenz 2. Einmal Stärke 2. So, und der Rest. Ich möchte später gerne Haste haben. Aber vorläufig ist, glaube ich, Speed 1, Regeneration. Und dann machen wir einfach Jump Boost. Weil, warum nicht? Jetzt können wir nämlich den Elytra einfach nehmen. So, dann tun wir das hier weg. Das kann weg. Frage ist, weinendes Obsidian... Tatsache, weinendes Obsidian ist auch drachenimmun. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also normales Obsidian ist es ja, aber... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das auf die Variante auch erstreckt. Aber soll mir recht sein. So. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob mir das mit dem Sprungboost so gefällt. Wir sollten vielleicht hier... Macht das überhaupt was, wenn ich da schon drauf schieße oder erst, wenn alle wieder hergestellt sind? Es war ein Drache. Und jetzt müssen wir noch 18 von denen machen. Ich muss noch sagen, ich hoffe ja, dass inzwischen Mojang mal den Bug gefixt hat. Ist ja Filzer passiert. Bei ihm, er hat auch die 20 Drachen gelegt und ein Drache, oder beziehungsweise entweder der gleiche Drache zweimal oder halt zwei verschiedene Drachen, sind in eins von diesen Portalen da reingeflogen. Sind dann irgendwo in der Void gelandet. Aber das Spiel hat einen neuen Drachen gespawnt, um dafür den Kampf normal zu machen. Und irgendwann, Monate später, ist er in diese Bereiche geflogen und hat auf einmal zwei Drachen da gehabt, die dann auf dem Rückweg zu hier im Portal waren. Wo er aber halt schon seine Atlantis gebaut hatte. Okay, aber man haut schon ordentlich rein. Also das ist doch etwas, was ich machen sollte. Aber gut, das erwarte ich halt auch von einem Neverride-Schwert mit Stärke 2 bieten. Oh ja, man sieht, wie sehr es reinhaut.
anderen Worten nichts, was ich aus nächster Nähe abkriegen möchte. Ich muss mich gerade fragen, ob ich nicht vielleicht sogar 4 Kristalle zu viel gemacht habe. Jo, da ist das letzte gerade erschienen. Damit haben wir es. 20 Enderdrachen. Beziehungsweise, wir können ja auch mal in der Statistik gucken, da müsste es ja auch drin sein. Ender Dragon, ja, 20. Da habe ich tatsächlich 4 Kristalle zu viel gehabt. Das heißt, wir haben jetzt einen schönen Ring aus Endgateways. Das wird später noch lustig, weil ich möchte auch irgendwann eine Karte vom End erstellen, beziehungsweise von den Gebieten unmittelbar um die Insel herum. Auf der dann halt auch diverse, also einmal die Ausgangsorte für die ganzen Portale festgehalten sind, aber halt auch alle Orte, wo man wieder zurückkommt. Aber was noch viel wichtiger ist, wir können jetzt ohne Mühe, also ohne Sorge, ohne Mühe eher nicht, aber ohne Sorge, hier den Bereich nutzen für den Sandduper. Wir müssen halt nur das hier auf jeden Fall neu designen und dann hier den Weg ein bisschen mit dem Wasser anders handhaben. Und es öffnet halt auch später die Tür dafür, diese ganze Insel hier komplett wegzureißen. Wobei ich wahrscheinlich erstmal damit anfangen würde, diese ganzen Obsidiantürme abzubauen. Das wird uns auf jeden Fall langfristig mit Obsidian versorgen. Wir werden auf jeden Fall daran nie wieder Mangel haben. Und selbst wenn, der Sandduplikator dient auch zusätzlich als Obsidianfarm oder kann als Obsidianfarm dienen. Von daher, das wird lustig. Ich weiß noch nicht, das Problem ist, die komplette Endinsel wegzureißen. Ich meine, man könnte das wahrscheinlich mit einem TNT-Bomber ganz gut hinkriegen. Mache ich nur tatsächlich, habe ich noch nie gemacht, würde ich auch ehrlich gesagt nicht so gerne machen. Aber das, also ich weiß nicht, ob ich die Nerven hätte, das alles hier in einem Stück wegzureißen. Also wenn, würde ich das wahrscheinlich auch schrittweise machen. Mal schauen. Aber bei dem Projekt sind wir auf jeden Fall noch nicht. Und damit sind wir zurück in der Hardcore-Welt und wir können uns heute endlich damit befassen, unseren Sandduplikator zu bauen. Das hat mehrere Schritte. Aber ich glaube, das Erste, was wir machen sollten, ist den Chunkloader zu bauen. Und bei der Gelegenheit halt auch das Netherportal. Das Ding ist, wir brauchen 2 Netherportale dafür. Einen für den Chunkloader selber. Aber ich möchte nicht über den Chunkloader auch noch reisen, weil ich möchte nicht das Item, was als Chunkloader agiert, dann versehentlich aufsammeln. Passt aber tatsächlich sogar in das rein, was ich für die Welt so als Hintergrundgeschichte so ein bisschen vorhabe. Das heißt, wir müssen jetzt mindestens einmal noch normal zur Festung rüberfliegen. Das heißt, wir nehmen die Karte nochmal mit. Das ist halt auch cool. Die Blöcke, die Portalblöcke leuchten, aber sie sind von unten halt unsichtbar. So, hier drunter hätte ich gerne den Chunkloader. Der wird ein bisschen versetzt leider. Ist halt so. So, ich nehme bewusst weinendes Obsidian. Das sieht total kacke aus, das muss ich echt mal sagen. Ich kann es halt... Komm, ist eigentlich egal, oder? Nee, es ist nicht egal. Das Problem ist, ich will nicht riskieren, dass das mit dem Chunkloader am Ende nicht funktioniert, wenn ich es anders mache.
Weil ich brauche dafür auch Hopper Minecarts und die müssen direkt unter den Blöcken sein. So, das Chunkloader Portal. In der Oberwelt ist bei minus 344, 32 und 1827. Das heißt, theoretisch müssten wir bei was? Hä? Okay, nee, es kann nicht verwendet werden dafür. Computer sagt nein. Ja, so ziemlich. Es geht nicht. Aber dann tausche ich, aber dann sage ich, die Ecken sind weinendes Obsidian. Das geht. Dann ist das immer noch ausreichend markiert für meine Zwecke. Weil meine Idee war, dass weinendes Obsidian unter anderem dann entsteht, wenn ein Netherportal dauerhaft an seiner Belastungsgrenze betrieben wird, was ein Chunkloader ja tun würde. Für diese Welt hätte es auch noch andere Folgen, aber das wäre halt das, was man in dem Fall hier sehen kann. So, jetzt aber. Theoretisch müssten wir jetzt ein Portal an der passenden Stelle haben. Low. Minus 48, 77. Gut, die Y-Koordinate können wir ändern. 214. So, das müsste uns jetzt zurückführen. Jo, Frage. Wenn wir jetzt. Das waren nochmal Chunk-Grenzen. Chunk-Grenzen waren. Chunk Boundaries, F3 und G. Okay, das hier ist alles ein Chunk. Das ist gut, das ist perfekt. Das ist perfekt, weil das Portal wird diesen Chunk und die direkt umliegenden laden. Das reicht für unsere Zwecke. Ich hoffe nur, dass es jetzt auf der anderen Seite auch passt. Hier liegt es natürlich genau auf einer Chunk-Grenze. Kann ja nicht anders sein. Das heißt, wir müssen es verschieben. So, und jetzt, wenn ich hier was draufschmeiße. Dann, okay, es lag an den Schienen. Es lag an den Schienen. Also, ganz einfaches Prinzip eigentlich. Wenn ein Item durch ein Netherportal geschickt wird, wird der Chunk und die 8 Chunks drumherum für 15 Sekunden geladen. Zumindest soweit das Redstone und so. Weil es gibt verschiedene Arten, Chunks zu laden. Aber es ist wichtig, dass Redstone läuft. Das heißt, hier kommt das Item durch, wird von den beiden Hopper-Minecarts da unten aufgesammelt. Die geben es an den Hopper weiter, der Hopper geht es an den Dropper weiter. Und jetzt wird das durch die Dropper praktisch nach oben geleitet und hier wieder reingeschossen, praktisch in der Schleife. Und das Gegenstück dazu bauen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Und dann würde das Item die ganze Zeit hin und her geschickt und die beiden Chunks auf beiden Seiten werden halt dauerhaft geladen. Funktioniert. So, und theoretisch funktioniert das auch jetzt noch, oder? Genau, unbegrenzt. Das heißt, das ist soweit fertig. Nächster Schritt wäre dann also, die eigentliche Verbindung zu schaffen. Ja, jetzt funktioniert's. Wir haben ein Bild und sind jetzt aber wieder. So, wo führt mich das jetzt hin? Hier rein. Dann sind sie wohl zu dicht beieinander.
So, was aber jetzt viel wichtiger wäre, bevor wir den eigentlichen Sandduplikator bauen, bauen wir das Sammelsystem für den Sandduplikator. Und damit uns keine bösen Überraschungen passieren, direkt mit Elytra. Oh. Oha. Oha. Wie seid ihr denn hier reingekommen? So, den Teil hier müssen wir komplett umgestalten. So, ich kann hier natürlich nichts platzieren, ohne dass es gleich weg ist. Aber theoretisch fehlt jetzt nur noch der eigentliche Duplikator und der dürfte die kleinste Übung sein. Vorausgesetzt, es stellt sich nicht, jetzt nicht heraus, dass der Bug, den wir dafür benutzen müssen, nicht mehr funktioniert. So, jetzt müssen wir aber erstmal wissen, bevor ich jetzt hier noch irgendwie mehr Zeit investiere. Die Spitzhacke kann ihn nichts, in diesem Block nichts anhaben. Aber er kann es. Ich habe das einfach noch nie gemacht. Es ist so, so dumm. Ich bin unzerstörbar. Aber das Ding hier, das macht mir Angst. Stell dir vor, du bist ein unzerstörbarer Block in Minecraft und da kommt einfach so ein Spieler mit einem scheiß Fliegenpilz an und jietet dich damit. Das Portal ist davon übrigens an sich unberührt, also das funktioniert weiterhin. Es hat halt nur keinen Rahmen mehr. Das können wir an allen vier Seiten machen. Habe ich die Verzögerung korrekt eingestellt? Der ist auf 2 Ticks. Aber der hier darf nicht auf 2 Ticks sein. Ha! Jetzt! Pass auf. Jetzt kommt die Magie. Ach, das hier ist auch liegen geblieben. So, in einer von den Kisten müsste es jetzt drin sein oder auch nicht. Hä? Also, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich sehe es. Ich sehe es, das kann nicht funktionieren. Wir sind zu weit weg. Ich hab. Das hätte mir vorhin schon auffallen müssen, eigentlich. So. Das muss jetzt aber funktioniert haben. Da. Magie. Und wenn wir das jetzt auf der anderen Seite noch wiederholen, haben wir es auf 2 Seiten. Wir können es später noch auf 4 ausdehnen und damit bis theoretisch bis zu 12 verschiedene Blöcke gleichzeitig duplizieren. Ups. Sorry, ich wollte dich nicht. Nein. Ist doch okay. Du bist auch schön. Wow. Alter, ich bin gerade auf 2,5 Herzen runter.
Ich habe doch vor allem, ich habe doch die ganze Zeit geblockt. Ich meine, ich habe nur eine Elytra an, aber... Ich habe doch die ganze Zeit geblockt. Genau, der geht jetzt die ganze Zeit hin und her. Und lädt die ganze Zeit die Chunks für uns. Und das bedeutet wiederum, er wird den jetzt die ganze Zeit laufen lassen. Können wir live zusehen, wie die Items hier durchkommen. Wir können sogar drinstehen, uns passiert nichts. Funktioniert mit Sand, rotem Sand, Gravel und Concrete Powder. Aber wie gesagt, nicht mit Ender-Drachen-Eiern oder mit Anvils. Ich habe es extra mal in der Welt von Shulkercraft mal getestet, weil ich wissen einfach nicht riskieren wollte, dass mich das jetzt hier jietet, wenn ich hier durchkomme. In seinem jetzigen Zustand dürfte es etwa 18.000 Items pro Stunde produzieren. Wir könnten es halt auch auf 36.000 hochpacken. Und ich meine, wir haben auf jeder Seite effektiv... Ja, ist es. Wir haben auf jeder Seite effektiv 150 Inventarslots. Ich meine, man kann ja jetzt mal gerade ausrechnen. Wenn wir mal die Hopper nicht mitzählen, weil die sollten nach Möglichkeit nicht volllaufen. Wir haben 54 Slots in jeder Doppelchest. Von denen haben wir 3. Das sind 162. 162 mal 64 sind 10.338. Also... Wenn wir hier eine Stunde AFK stehen würden, hätten wir die drei Kisten voll auf jeder Seite. Zumindest wenn alle vier laufen. Ich würde behaupten, mehr Lagerplatz brauchen wir nicht, weil wir die Items eh nur dann generieren werden, wenn wir sie brauchen. Aber ich glaube, gerade was gefärbtes Concrete Powder angeht, wird das schon sehr nice und roter Sand sowieso. Was wir natürlich noch machen könnten... Da hätte ich schon irgendwie Lust drauf. Wir können mal versuchen, ob wir noch die Dings auftreiben können. Die Slime Balls. Okay. Dann probieren wir es einmal mit dem blauen Concrete Powder aus. So, jetzt kommen wir hier nur schlecht rein. Also wir müssen uns irgendwas bauen, dass wir hier reinkommen. Da. Funktioniert. Das ist doch mal nice. Wir haben eine Maschine gebaut, die alle drei Dimensionen nutzt und uns mit unbegrenzt Blöcken versorgen kann. Ist halt so schon ein bisschen OP, aber finde ich im vertretbaren Rahmen. Das heißt, damit können wir nochmal richtig ausflippen irgendwann. Wir müssen halt nur immer was dabei haben für den Chunkloader. Und was wir immer bedenken müssen, ist, dass wir das Bett halt auch als Respawn-Punkt setzen müssen. Wenn wir das Ding hier benutzen, weil bis wir sonst hier sind, die Maschine läuft die ganze Zeit weiter. Ich meine, notfalls kann ich immer noch mit sowas wie MC-Edit alle Entities entfernen auf der anderen Seite. Aber muss halt nicht sein. Okay, dann können wir mal kurz auf die Karten gucken. Und zwar, ich weiß noch nicht, wie ich es genau machen werde. Ich meine, jetzt wo wir unbegrenzt Concrete Powder und so haben, können wir... Uvo.
können wir auf jeden Fall hier ausrasten und vielleicht ein bisschen noch an dem Dorf weiterbauen. Oder auch hier, wir haben jetzt eigentlich echt keine Entschuldigung mehr, das Aquädukt nicht zumindest mal mit ein paar Stützen auszustatten. Ansonsten, oder generell, ich möchte vielleicht noch ein bisschen an der Farm arbeiten, einfach so kleinere Sachen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ansonsten wäre mein nächstes Ding, da reift aber noch im Moment die Idee, das Ozeanmonument hier. Und ich hoffe, dass es am Ende auch groß genug sein wird, dass man es auf der Karte erkennen kann. Die ist ja rausgezoomt bis zum geht nicht mehr. So. Und dann nein. Das Ding ist natürlich, das hier geht davon aus, dass wir hier später vielleicht noch immer irgendwie ein Feld hinmachen. Und ich würde sagen, bis da drüben ergibt das auch Sinn, aber wir brauchen auch ein Stützendesign, was irgendwie. Ich weiß sowieso nicht, ob das überhaupt irgendwie so aussieht, als würde das Ding tragen. Könnte funktionieren, wenn. Ja. Ja, ich finde, das passt. Das gibt auch dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr. Wie heißt es? Bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Textur. Ey, das passt perfekt. Das geht auch hier praktisch damit über. So sieht es halt wirklich aus wie eine tragende Struktur. Das, so weit, so gut. So, hier ist halt die Frage, weil den Weg könnte man vielleicht später herausführen, wenn der diagonale Pfad da auch noch lang führt. Beziehungsweise, ich meine, das könnte man unter Umständen auch schon jetzt machen. So, theoretisch können wir es natürlich auch einfach von der Gradzahl her ausmessen. Aber theoretisch, wir haben 8 Farben beim 360 Grad Kreis. Das heißt, theoretisch würde jede Farbe einen Winkel von 45 Grad dominieren, beziehungsweise halt bekommen in dem Fall. Was bedeutet, wenn wir uns hier hinstellen und das als Maßstab nehmen. Hier sind wir bei genau 180. So, 45 Grad. Wir müssen es halt in zwei Richtungen teilen. Dann wären wir bei 22,5 und dann wären wir bei 158 irgendwas. Das heißt, wir wären dann eher da. Wir brauchen mindestens noch einen weiteren Stack.
Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass zumindest der Großteil des Dorfes halt in diesem, weil gut, der Großteil ist ja auch in diesem Bereich. Und hier geht's dann halt weiter. So, und da muss ich jetzt Fackeln nicht so anbieten. Beziehungsweise wo Fackeln auch einfach nicht unbedingt so gut aussehen. Das hier ist zum Beispiel so ein Ding. Die Frage ist, machen wir es, ich würde ja eigentlich sagen, schon auf so eine Erhöhung. So. Ich bin so froh, dass man Tageslichtsensoren inzwischen invertieren kann. Natürlich eine interessante Vorstellung, dass halt diese gefärbten Wege auf der einen Seite natürlich zur Orientierung in einer Wüste dienen, wo sich der Sand ständig bewegt und verändert. Und auf der anderen Seite, dass vielleicht auch auf diese Weise Gebietsansprüche geregelt wurden. So, dann haben wir einmal das, wir haben das. Wir haben die Aquäduktstützen. Dann sind wir doch eigentlich ganz gut in der Zeit. Ich habe vier Sachen auf jeden Fall aufgeschrieben. Drei davon sind erledigt. Und notfalls können wir immer noch was dranhängen. Das nächste wäre nämlich, dass wir die Farmen im Nether noch ein bisschen erweitern. Also, was heißt erweitern, aber einfach ein bisschen aufhübschen. Ich glaube, gleich wird deutlich, was ich meine. Meter, dann können wir noch die Wände austauschen. Dann sind wir tatsächlich doch mit den Sachen schon durch. Netherquarz ist auch so ein Material, das ich einfach viel zu selten verwende. Also ich habe damit noch nie groß was gebaut, auch wenn es eigentlich ja. Es hat ja so was Marmorhaftiges gehabt. Deswegen wurde es ja als Baumaterial so beliebt. Aber da, zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch mega nervig, das Zeug zu bekommen. Ich glaube, es war nicht. Ich glaube, es wurde nicht von. Wie heißt es? Von Fortune beeinträchtigt? Nee, doch, ich glaube, es wurde von Fortune beeinträchtigt, aber ich glaube, es kann sein, dass es teurer war, daraus Blöcke zu machen. Irgendwas war auf jeden Fall, dass es, glaube ich, ziemlich anstrengend war. So. Ich denke, das ist okay so. Sieht es auf jeden Fall jetzt schon mal wesentlich. Was heißt einladen? Das sieht fertiger aus, als es vorher war. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen für das, was ich noch unbedingt abschließen möchte, brauchen wir auf jeden Fall einmal Erde. Wir nehmen mal ein bisschen mehr mit. Die Beacons habe ich noch hier drin, aber die kann ich mal hier rausholen. Zierobjekt. Bau ein Zierobjekt jetzt ernsthaft? Ja. Ich meine, es wird da nicht stehen bleiben. Wenn wir es behalten, dann kommt es irgendwo anders hin. Aber. Klappt das? Triumphbogen der Trojaner. Den von den Römern. Ja gut, Moment. Ich mache das mal gerade in verschiedenen Schritten. Wird vielleicht mal irgendwo tatsächlich Verwendung finden. Ich habe ja noch einige Projekte vor, wobei man dazu natürlich auch erstmal hier passende Orte finden muss. Und ich muss dazu auch sagen, dass ich glaube ich dafür auch noch ein bisschen mehr Übung brauche, was das Bauen angeht. So, auf jeden Fall einmal Resistenz. Einmal Stärke. Geschwindigkeit reicht mir 1. Und einmal Haste. So. Es ist nicht so viel, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, ich muss es mir, glaube ich, jetzt einfach mal von oben angucken. Weil das ist auf jeden Fall der Radius, in dem
die Beacon wirkt. Aber das ist tatsächlich doch etwas klein. Ich meine, ich kann weitergehen vom Ding her. Das ist zumindest schon mal ein bisschen respektabler. Ich bin gerade deshalb echt zwiegespalten, weil es sieht immer noch annehmbar, aber doch auch ein bisschen noch auf der kleinen Seite, finde ich. Ich meine, man könnte natürlich auch überlegen, ob man 4,5 Chunks macht. Wenn man das machen würde, hätte man halt in die Richtung, glaube ich, nicht wirklich was gewonnen, was am Ende auf der Karte sichtbar wäre, aber man hätte halt zumindest ein bisschen vom Rest. Aber auf der anderen Seite geht dann auf der Karte so ein bisschen die Rundung verloren. Ich meine, so wie ich mich kenne, ich meine, gut, der Großteil vom Gebiet wird eh nicht genutzt in dem Sinne, also da kommen nicht groß Gebäude hin. Ich erkläre gleich, was ich vorhabe. Im Moment geht es mir halt vor allem darum, das Gebiet schon mal abzustecken. So, ich sollte vielleicht mal langsam erzählen, was der Plan ist. Ich hatte es ja schon angedeutet, dass meine Chunkloader Obsidian in weinendes Obsidian, also so von der Geschichte her, dass das eine Art ist, wie weinendes Obsidian entsteht, wenn ein Netherportal langfristig an seiner Belastungsgrenze betrieben wird. Diese ganze Sanddublikationsmaschinerie natürlich, die einfach alle drei Dimensionen nutzt, um einfach komplett die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen und Masse aus dem Nichts zu erschaffen, das ist vielleicht nicht so ganz folgenlos. Und manche von diesen Folgen könnten natürlich harmlos sein, andere vielleicht weniger harmlos. Es könnte vielleicht auch einfach nur dazu führen, dass seltsame Dinge passieren. Und das Erste, was da passiert, hatte ich mir überlegt, was ich finde ich ganz gut verbindet, ist, dass wir dieses Ozeanmonument trockenlegen und praktisch zu einer Art Nether-Monument machen. Also wir machen das Ganze, also praktisch Nether, irgendwas vom Nether hat versucht sich hier zu generieren, das Monument hat sich widersetzt. Und praktisch das Monument besteht dann plötzlich nicht mehr aus Prismarin, sondern aus Netherbricks. Generell sind die Blöcke einfach ausgetauscht gegen entsprechende Gegenstücke, auch von der Umgebung. Das ganze Wasser ist verdunstet, sodass wir halt eine Obsidianwand draußen haben und ansonsten einfach kein Wasser. Und da drin kann man dann sowohl eine Guardian Farm unterbringen, man kann eine kleine Basis da einrichten und alles, was an ungenutzter Fläche im Monument bleibt, an ungenutzten Räumen, kann man nutzen, um Netherwarzen anzubauen. Und ich glaube, es könnte ganz cool aussehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwo im Nether ein Gegenstück, wo ein Ozeanmonument versucht hat, im Nether zu generieren und das erstaunliche Ergebnisse hatte. Aber das gehen wir heute auf jeden Fall alles nicht mehr an. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.